mal ein bisschen Autofahrt hier aufnehmen. Hier muss ich wenigstens nichts zensieren. Jetzt geht's hier ab zum Rhein raus, Steindamm. Vielleicht mal ein paar Schleichwege abklappern. Ey, Alter, ich freue mich schon. Heute Abend, später, wenn wir dann getrennte Wege gehen. Also Leute, heute Abend wird unser Discord-Server online gehen. Seid gespannt. Oh ja. Ey. Und ja, weitere Infos werden auf jeden Fall folgen in den Stories von uns beiden. Ja, und es gibt nochmal einen Kurzclip in YouTube mit der Serveradresse. Aber genau. MS World, ne, MS Sammel World, würde ich schreiben. Genau. MS Sammel World. Dann will ich ja die Fotos, die ich da hinten von dem verlassenen Bauernhof, von dem Lost Place gemacht habe, von außen. Auf Instagram konnte ich doch posten. Ja, das mache ich auch noch. Da habe ich heute hoch. Ich habe noch heute genug zu hochladen in Insta. Ja. Ja, aber das wird so der Hintergrundbutton und dann wird da drauf geschrieben mit Buchstaben MS Sammelwelt. Aber ich hätte was anderes hinten dran. Ich hätte irgendwas hinten dran gehört, was zum Thema auch passt. Also so ein Lost Place passt da überhaupt nicht hin. Ja, ich weiß es. Was kann man sonst machen? Was wir sammeln? Davon ein Bild. Genau, kipp um! Handy, scheiß Hubbel! Ah, ich muss mal langsam mal Hubbel eiern. Soll ich's festhalten? Nö, brauch nicht. Ich muss lernen, langsam mal Hubbel zu ballern. Du weißt ja, es ist nur so ein kleiner schmaler Balken da oben. Ja. Wenn du ein besseres Hintergrundflattenbild hast, kannst du dann hoch drauf hochladen. Ja. Ich werde zum Beispiel die Themen, die wir jetzt charakterisieren, die zum Beispiel das Lego-Logo und dann Lego. Nee, sowas würde ich nicht machen, so das Lego-Logo. Weil das ja recht. Oder Lego-Baustein oder irgendwas sowas. Ja, irgendwie so ein Lego-Baustein oder irgendwas, was mit dem Thema zu tun hat. Ein roter Lego-Baustein. Das Markenzeichen von Lego. Der rote Baustein. Ja, weil ich möchte in keine Schwulitäten kommen. Schwulitäten? Ja, das dann aber immer noch, hey, ihr benutzt das Lego-Logo hier. So geht das nicht. Klemmbausteine. Würde ich einfach, weil es gibt ja verschiedene auch Firmen, Klemmbausteine. Ja. Held der Steine hat ja auch einfach nur, der Held der Steine in Frankfurt, hat benutzt ja Erdmännchen als sein Logo. Der hat sogar eine eigene Tasse, die er verkauft. Alles schmeckt besser aus der Heldentasse. Das ist geil. Oh, bis wir so groß sind, dass wir auch Fanart-Artikel machen, dann das dauert. Ich würde gerne mal zu dem Heldensteine hinfahren. Das würde mich wirklich interessieren, diesen Laden in Frankfurt zu besuchen, wenn er offen hat. Lass das mal machen, wenn ihr. Dann nehme ich mir aber auch Geld mit, dann will ich mir auch was von dem kaufen, das lass ich mir signieren. Ja, denk dran, weil, besonders wenn wir jetzt größer werden irgendwann mit unseren Projekten. Ja. Willst du da mitfahren? Zum Heldensteine? Man muss nur gucken, wie da der Tag ist. Der hat halt nicht immer offen, das Geschäft, weil er hat nur, glaube ich, 2 Tage die Woche offen. Oder 3 Tage die Woche. Und dann sind die auch nur einen halben Tag immer offen, die Geschäfte. Also müssen wir schon morgens früh losfahren, auch da pünktlich, weil du stehst vor dem Geschäft, eine Schlange. Echt jetzt? Ja, weil der so bekannt ist, da stehst du schon ein bisschen, bis du da dran kommst. Also mit 20 oder 30 Minuten kannst du es locker mal rechnen, dass du da vor dem Laden warten musst, bis du dran bist. Guck mal, das ist unser Automat zur Hölle. Ja. Ey, das TikTok-Video war geil. Ist das ein Automat mit zur Tor zur Hölle oder hat er einfach nur höllisch gutes Fleisch? Ja. Besonders lustig finde ich, wir müssen uns ab und an mal zeigen auf den Videos und Bildern. Ja. Oder so Openings machen und das aufnehmen. Oder mal so neue Sachen, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas Neues rauskommt, das mal holen und ein Video drüber machen, wie wir es aufbauen und vorstellen. Ja, das Equipment müssen wir uns dann Stück für Stück kaufen. Also die eine Kamera daheim habe ich ja schon gekauft. Ja, ich hätte mir wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt einen Tower kaufe mir oder einen Laptop. Können wir mal bei dir zu Hause einen Stream oder bei mir mal zu Hause einen Stream. Ja. Das musst du nämlich auch noch hinbekommen, dass man auch bei dir rein kann. Dann ist auch ordentlich ist zum Streamen. Ja, ist es ja schon. Ja. Bis auf mein kleines Schlachtfeld auf der Couch.
Aber das ist eine Angewohnheit, die ich ja noch bekämpfen muss, Manu. Ja? Aber ich muss dann leben, dass wir jetzt öfters auch bei dir in der Wohnung dran sind. Ja, bei mir ist der Hintergrund, ich werde öfters in meiner Wohnung streamen. Ja. Oh, eine Mitzekatze. Das wird schon, ich sag dir eins, ich weiß jetzt schon, dass es scheiße aufwendig wird, immer im Ball zu bleiben, immer wieder was Neues zu überlegen. Ja. Ich frag mich nur jetzt. Okay, wir machen es so. Wenn du mich dann immer versetzt vom Treffen oder so, zahlst du 1 Euro in unsere gemeinsame Kasse ein. Von deinem Geld musst du 1 Euro dann in die Kasse einzahlen. Und jedes Mal. Und was, wenn du nicht auf in von dann 14... soll ich 1 Euro in die Kasse. Okay? Das können wir. Das gleiche gilt auch für mich. 1 Euro dann jedes Mal. In die Kasse zahlen. Du weißt schon, dass wir uns bald ein Luxushotel leisten können. Wieso? So viel wie du vergisst, so viel wie ich vergesse. Dadurch, dass wir das ja machen, wenn wir den 1 Euro reinzahlen, werde ich wahrscheinlich mehr Mühe geben, auch mal nichts mehr zu vergessen. Abgemacht? 2 ADHS-Typen, die in eine Kasse gegen's vergessen machen. Ja. Ganz einfach. Dafür bin ich dafür. Da bin ich voll dafür. Oh Gottchen, nee, was ich jetzt eigentlich sagen will. Doch, das machen wir. So, wow. Yay, Pfütze. Yay, Handy fällt flach. Pfütze, Handy fällt flach. Ja, guck mal, ich hab's Handy flach gelegt. Wenigstens hab ich mal was flach. Ich fahre ja diese Woche zum Teddy, weil ich mir ein paar Punkte holen müssen. Da hole ich ein Sparschwein und das Sparschwein kommt dann hin und jeder, der weiß, zahlt mir ab sofort 1 Euro. Das gilt für mich und das gilt für dich. Dann müssen die Klausel so machen, jeder, der bei uns mitmachen will. Ist halt nur die Frage, ob du das Sparschwein an dich nehmen willst oder soll ich es nehmen. Jeder kauft sich ein eigenes Sparschwein, muss dann das Geld reintun. Ja. Und das Geld wird dann immer Ende des Monats gezählt und dann kann man sich Ende des Monats etwas gemeinsam davon kaufen, was für beides Hobbys gut ist. Was hältst du davon? Weil das Geld kommt dann auch noch zugute. Oder das Geld ja dann angespart für unsere Ausrüstung, für eine neue Kamera oder so. Wollen wir unseren anderen Kumpel noch dazu nehmen? Dann haben wir schnelles Geld für Kameras zusammen und so. Wen? Och nö, keine Lust. Och nö, das ist mir zu viel. Wer denn? Unser anderer kräftiger Kumpel. Sascha? Ey, da will ich hochladen. Ja, und so ein Puhbär. Ein Puhbärchen? Ja, das Puhbärchen. Ich weiß nicht, ob der mitmacht. Es war nur für uns beide, würde ich sagen. Außerdem kannst du es rausschneiden aus den Videos. Die Namen und so. Oh Mann, der muss jetzt extra langsam fahren, damit das Handy schon wieder umfällt. Einer der 2 Fische versucht, der hat mich angefragt, ob ich jemanden kenne, der die 2 Arten hat. Hey Manu. Hey Manu? Ja? Aber generell, ne, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Das wird ja echt anstrengend. Das ganze Thematik. Ja, dafür lohnt es aber auch. Ja. Da musst du mir jetzt zurechtkommen. Entweder machst du mit oder du lässt das Thema komplett sein. Und du gibst einfach auf und legst deinen Alltag weiter. Nö, ne, das war ich nicht. Sieht ja bei Yu-Gi-Oh!
Ich mach da weiter. Ja, dann musst du jetzt auch mit dem Thema dann weitermachen. Mach immer weiter. Auch wenn es stressig wird. Scheiß drauf. Weiter geht's. Auch wenn du sagst, oh, ich bin jetzt total am Arsch, will mich jetzt hinlegen. Nein, nicht hinlegen. Weiter geht's. Manu, denkst du auch an deine eigenen Worte? Ich halte dir das Video vor. Ja. Ich bin dabei, wenn du mich jetzt abends mal anrufst oder so. Ich bin dabei. Was denn jetzt? Wirst du mich schicken wieder zurück oder was? Ja. Das wird ein kurzer Palaverstream, Planstream. Und so können wir uns dann gegenseitig das Video unter die Nase reiben. Ja. Hier, Digga, weißt du noch, was ich hier hochgeladen habe? Hier, schau es mal an. Du wusstest auch, was dich einlässt. Also ich bin dafür, die 1 Euro gemeinsam Kasse zu machen. Ich glaube, du magst es halt mehr ein wie ich. Hä? Ich glaube, du zahlst da mehr ein wie ich. Wenn wir die Klausel machen, dass du vergessen noch zu antworten. Oder wenn wir einen anderen Termin vergessen, auch noch 1 Euro reinschmeißen. Okay. Wird die Kasse extrem schnell voll sein. Ja, okay, das machen wir. Hey, dann müssen wir nochmal deinen Kollegen fragen. Der hat ja auch viel mit dem Thematik Modelleisenbahn zu tun, gell? Christian. Ja? Ja, so. Was willst du denn fragen? Macht er auch so TikToks oder so? Der hat kein TikTok, der macht nur Instagram. Instagram ist ja auch das, was wir machen. Also er hat zwei Accounts. Auf den einen hat er nichts gepostet, auf den anderen zeigt er immer seine Modelleisenbahn und so Zugänge und neu. Ja, shit. Ja. Kann ich den auch gerne mal verlinken. Ich den Link schicken von dem. Hä? Der heißt MOBA, Duction MOBA. Da ist er, Christian, genau. Christian. Der ist nochmal ein bisschen verrückter wie ich, weil der hat sich den Zug geholt. Aber was hat er für ausgegeben für nur Waggons, ohne Lok? 2000 Euro. Ah, jetzt so viel jetzt nicht, aber 800 hat er dafür auch ausgegeben. Das geht ja. Ja, unsere Hobbys sind doch scheiß teuer. Teile ich den mal? Teilen. WhatsApp. Mal Stockholm schicken. Da. Was kannst du jetzt folgen? Ich hab dir was geschickt, privat. Ach ja, von privaten Nachricht auch. Ja. Ich fand ja echt schon dieses Thema Social Media ja echt faszinierend. Rund um Social Media. Wusstest du, dass ich eine Zeit lang nicht drauf klarkam? Ja? Wusstest du, dass ich eine Zeit lang nicht drauf klarkam? Wie man über sowas Geld verdienen kann? Ja? Wie man Instagram und Co. Geld verdienen kann? Ja? Das meiste, was mich fasziniert ist, du wirst dann irgendwann bei Spielen, irgendwann vom Spieler her mal angeschrieben. Hier, willst du nicht mal testen? Ja. So Let's Plays und so. Bekannter da schon gemeldet? Welcher Creepy Bekannter? Der dein Ferrari F40 abkaufen wollte? Nö. Ich habe ja auch nicht mehr drauf geantwortet.
gerade an, oder so, sie muss es gerade den Preis ermitteln. Mein Abteilungsleiter hat gerade nachgefragt mit dem Auto, was ich bezahlt habe. Ich habe gesagt 300. Was? Und dann habe ich schon gesagt, dass der Wert beim Auto liegt bei 600 bis 900 Euro und ich werde ihn weiterverkaufen. So, oder? Ich schreibe gerade, das ist Sebastian. Ach, das ist Sebastian. Was läuft denn da? Eine Mietzekatze. Das ist doch keine Mietzekatze, die so läuft. Das ist ein Häschen. Das ist eine Mietzekatze. Seit wann kann eine Mietzekatze so springen? Schon immer? Du würdest dich wundern, wenn du was für Katzen springen kannst. Das war ein Hase. Alter, das war eine Katze. Hm? Ja, ich muss echt. Ich guck mal, dass ich mir bald mal so eine Handyhalterung besorge. Ja. Wie die alten Navis an die Scheibe patschen kann. Bald? Demnächst heißt es. Ne, bald. Ich muss mal gucken, was ich dann an Finanzen übrig habe Ende des Monats. Ich habe jetzt mal geantwortet, Danny, ganz gut zu weiten selbst. Weil er hat ja gefragt, wie es uns geht. Ganz gut zu weiten selbst. Sind dann viel unterwegs. Ja. Auch. Der Touristic Express wird mich halt auch mega. Es gibt einen Zug, der ist richtig bunt gemacht, echt schön gemacht. Der kostet halt auch 600 Euro, wenn die Lok dabei ist, oder auch 600 bis 700 Euro. Echt jetzt? Ja. Du musst halt da recht speziell drauf schauen, weil Märklin hat den Zug zweimal rausgebracht. Die erste Version ist ein Druckfehler. Oha. Eine Fehlproduktion. Wo sich sehr viele Leute aufgeregt haben, dass halt die Originaltreue nicht stimmt. Wurde über die Hälfte der Züge wird auch wieder zurück zu Märklin geschickt. Idioten. Was ist denn, wenn sie 700 Euro und sagen, sie wollen einen Zug haben, der originalgetreu ist und dann Märklin so einen Rost rausbringt, hat Märklin selber dran schuld. Würde ich genauso machen. Soll ich dir was sagen? Ja? Ich hätte ihn behalten. Allein schon an den Gedanken, guck mal. 5 Jahren oder 10 Jahren, ja? Wenn der zum Beispiel oder die Serie nicht, dieser Zug nicht mehr produziert wird, hm? Ich würde mir noch den zweiten holen, den originalen Zug dann, wie der eigentlich aussehen sollte. Hm? Was ich mir vorstelle, du bezahlst 700 Euro in 10, 20 Jahren, hm? Kann das Ding schon 1400 Euro kosten. In der Überlegung, guck mal, du kaufst den Zug, Druckfehler nicht mehr so richtig, ja, bla bla blub. Ja. Ich finde es halt doof. Also ja, aber auch recht. Also ich hätte es wirklich auch gemacht, ich hätte meinen Zug auch zurückgeschickt. Wenn sowas jetzt passiert wäre. Ja, ich hätte es auch scheiße gefunden. Aber jetzt beim ICE Regenbogen haben die hinten die zwei letzten Wagen, wurde jetzt öfters diskutiert, dass sie entgleisen. Da haben sie die Waggons zu leicht gebaut. Wurden auch teilweise die Züge wieder zurückgeschickt an Märklin. Und dann verlangen sie noch 700 Euro, das ist rotzfresh. Also das ist aktuell eine Abzocke, ja. Andererseits hätte ich doch diese Fehlproduktion behalten. Wer weiß. Man kann die noch kaufen, also es gibt welche, die bieten es an auf Kleinanzeigen halt für nicht wenig Geld. Ja, allein schon aus den Hintergrundgedanken. Boah, das sind die mal kurz. Ja, allein schon aus den Hintergrundgedanken. Boah, das war ein tiefes Loch. Das war ja ein richtig tiefes. Alter. Ja, dass ich dann sagen kann, guck mal, stell dir vor, in 35, sag mal, in 30 Jahren. Ja. Kostet die Fehlproduktion, wo du 700 Euro gekauft hast, sagen wir mal 2000 Euro, weil es so ein Fehler ist. Ja. Da werden sich die Leute denken, scheiße, ich hatte den Zug, habe ihn zurückgeschickt. Da ist eine schöne Fetze. Alter, bei anderer Seite werden sich die Leute sich dann ärgern, wenn der Zug auf einmal doch wert steigt, weil es eine Fehlproduktion ist. Ich auch bei meinem Yu-Gi-Oh! Karten, deswegen habe ich ja mal einen Don Saluk-Karte behalten. Ja. Oh shit. Was denn? Die Don, die schlagen gerade bei mir durch. Oh, musst du auf Toilette? Na, gleich. Ah, ich kauf dir eine Tüte Pampers zu Weihnachten. Dann kauf ich dir eine Schnulli. Kannst du schön werden, im Auto sitzen, dann schön.
Ja, das, oh, ein Rehchen, ein Rehchen. Ein Reh kommt selten allein. Na, ich freue mich schon heute Abend noch ein paar Karten einsortieren in Neunhüllen. Also wenn wir den Discord-Server jetzt online bringen. Ja, werde ich wahrscheinlich auch heute Abend machen. Die letzten Karten einzusortieren. Wenn das irgendwann alles klappt, wenn wir da auch vielleicht dadurch Geld verdienen. Irgendwann so ein paar Häuser bauen, 4 Grundstücke kaufen und die 2 Grundstücke in der Mitte und zwischen unseren Häusern so ein gleiches Museum machen.